Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen unglaublichen Baufolge Order Mod 6 zusammen mit Debitor. Guten Tag zusammen und weiter geht's. Eigentlich war das nur ein Soundcheck, aber jetzt habe ich deine Antwort genommen. Das war lustig. Das war der Emma. Ich trinke nur mal ein bisschen Kantin. So. Kantin. Ich zeige euch mal, wie es jetzt aussieht. So sieht das Oberteil jetzt aus. Wir haben natürlich ein bisschen weitergebaut. Oben ist jetzt auch ein bisschen Begrünung drauf. Nicht zu viel. Und da fehlt noch ein bisschen Bone Meal. Heiko? Ja? Haben Sie Bone Meal dabei? Soll ich Bone Mealen oder wie? Ja, Bone Mealen mal. Gebührt mir die Ehre. Okay, ein bisschen, aber ein bisschen kürzer halten. Okay. Das ist besser. Okay. Mal drüber mehlen, ist ja kein Ding. Ja, passt. Also, ich weiß nicht, wer das kennt, aber das ist eigentlich mitunter die beste Dachdichtung oder Dachisolation, die es so gibt. Hält lange, isoliert super krass und wisst ihr Bescheid. Also, wenn ihr mal ein Flachdach haben solltet, macht da ein bisschen Moos oder Wiese drauf. Aber kontrolliert, nicht einfach so. Ja, ja, genau, nicht einfach drauf ballern. Und das hat Heiko noch gesucht, diese Charge Certus Quarz Dinger, die sehen echt geil aus. Die machen auch manchmal so Blitz. Ja, und die machen Licht auch. Echt? Ja. Also, oder? Drück mal F7. Das Einzige, was kein Licht hat, ist hier. Warte, ich habe noch einen. F7? Ja. Ah ja. Schau ein. Hammer. Aber dafür haben wir unseren Megatorch. Und ihr seht schon, wir haben hier in der Mitte quasi ein paar Marker gemacht. Da sollen jetzt die Maschinen rein. Ich meine Refined Storage. Hä? Okay. Warte. Was soll ich bauen? Weiß ich gar nicht. Was halt noch fehlt. Oh Mann, okay. Bestes Ding einfach so. Weiß ich da nicht, mach, was du willst. Oh mein Gott, hatte ich vielleicht gerade eine Idee, Peter? Ich glaube schon. Crafting Monitor. Crafter Manager wollen wir auch hier oben haben, oder? Ich bin ja gespannt, wie. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie oft wir das hier oben benutzen werden. So. Eigentlich ist das ja so die manuelle Abteilung, oder? Die manuelle Abteilung, meinst du? Ja. Okay. Nicht? Oh, das sieht ja schön aus. Sollen wir da unten wieder das unser, ne? Nein? Was denn? Das Glasreimer? Also er macht ja seine Büsche da drauf, ey. Lass mir doch mal meine Büsche. Das habe ich in deinem Projekt gesehen. So. Er macht einfach alles voller Büsche. Bitte, Büsche sind gut. Ja, ja, Büsche machen Luft, weiß ich. Und die sehen schön aus. Die passen zu weiß und grau. Oh, da fällt mir ein, wir müssen ja noch ein Kabel hinlegen, ne? Gar nicht, wir können wireless, alles gut. Denn ich fand die Größenpotte, die A, B, C und die 6. Hammer. Was? Er macht wieder seine Büsche da drauf, ey. Ey, komm. Wenn du das jetzt so siehst, Peter, wie die Büsche hier stehen in diesem weißen Raum, dann lockert der Hof. Ja, ja, natürlich. Lockert richtig Uff. Warum können wir die Transceiver und die anderen Sachen eigentlich nicht automatisch craften? Welche Transceiver? Ja, für Wireless Refined. Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage, die wir beantworten mögen. Und zwar einmal so. Was ist das denn? Da ist ja Netherite unten drin. Hä? Der Warum das denn? Netherite Transmitter und Receiver. In dem Receiver und Transmitter. Haben wir einfach gebaut, ne? War egal. War gut. So, Crafter Manager. Durch den Crafter Manager sind die Sachen nicht mehr so krass sortiert, gebe ich zu. Was ist die Frage Ad-Mechanism? Oh, was? Okay. Ey, wir haben so viel. Warum haben wir so viel? Ach so, wir haben so voll viele komische Rüstungen im System. Ach, durch den Klick der Mobfarm-Anlage, sehr gut. Ich glaube schon, ja. Und eine Network-Card noch. Melting. Enriching. Ja, stimmt. Also wir brauchen auf jeden Fall das hier unten auch oben, ne? Pattern Grid und so. Sonst machen wir ja gar nichts. Das stimmt. Pattern Grid am Start und wir brauchen noch ein paar Pattern. Machen wir mal 64. Boah, ist das toll. Man drückt einfach nur und es kommt. Hammer. Ich weiß, wo das hinkommt. Crafter Manager. Kompressor. Vielleicht noch eine, so eine Zelle, Peter. Das wäre gut, ne? Was für eine Zelle? Diese Aufladezelle. Genau die. Für dein Wireless-Ding. Aber wir können auch so Player-Transmitter bauen, oder? Ich meinte was anderes, aber... Achso, nee, meinte ich nicht. Ja klar, können wir bauen. Perfekt. Ich meinte was anderes, aber eigentlich auch nicht. Ja, eigentlich meinte ich ja nichts alles anderes. Gut. Und ein Stack davon. So, ich bin wieder auf dem Weg.
Hello. Hallo, ich bin gleich da. Oh, hier sind ja über Lücken drin. Oh Basic. nein, oh nein, oh nein. Was ist denn jetzt passiert? Komm mal hier runter. Ich komme runter. Ultimine ist manchmal nicht das Beste. Ach du mal. Hä? Aber warum? Ja, weil wir oben gebaut haben und die waren halt irgendwo verbunden, ne? Aber da war doch Stein. Wir haben noch keinen Stein abgebaut, Doch, oder? doch, oben war doch alles aus Stein. Das war das Hauptbaumaterial. Du hast Stein abgebaut. Aber sowas von. Egal. Passt schon. Wer kam nochmal wohin? Der Receiver, Transmitter ist wahrscheinlich der Sender, oder? Oder ist der Receiver? Ne, eigentlich ist der Receiver der Sender. Der Empfänger, oder? Kann das mal jemand auf Deutsch übersetzen in den Kommentaren, was er gerade gesagt hat? Also eigentlich ist der Empfänger der Sender, oder? Nee, ist der Sender der Sender? Ist der Sender der Empfänger? Nee, der Empfänger ist der Sender, oder? Kann passieren. Oder ist der Transmitter? Aber eigentlich ist der Receiver doch der Empfänger. Also Ja? zumindest bei einer Sat-Anlage. Ich probiere das mal aus. Peter, was Natürlich. heißt denn Receiver? Der Empfänger, oder nicht? Ja. Ja, also Ja, muss der hier so perfekt. hier hin, oder? Der muss hier hin. Okay, jetzt gehe ich mit der Karte da einmal dran. Ba, 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 Ah, ne, warte, ich muss so machen, ne? Warte, ich klicke da hin. Confusing Song. Ich glaube, ich mache das hier, Peter. Ich mache gerade auch irgendwas. Warte. Sehr gut. 20 Blöcke. Ja! Es geht Geschafft. auf! Huiuiui! Yeah. Wie, da drüber machen wir keine Sachen? Lass dann oben offen, ne, ne? Wir können auch drüber Sachen machen, klar. Ja, vielleicht so ein bisschen spitz zulaufend. Weil ich brauche ja noch Platz für die Kabel. Warum hat Ender auch eigentlich nicht weiter? Cable. Ich glaube, Hey. die machen weiter, ne? Ich glaube Deswegen, auch. kein Pressure, lass die Leute arbeiten. Also ich sehe es halt immer ganz oft in diesen Curse-Sachen, also auf dieser Mod-Seite, dass alle Leute nur rumheulen, mach 1,15, mach 1,16. Ich meine, Ja. kann ich verstehen, aber das ist halt auch schweineviel Arbeit, deswegen ganz gerne mal chillen an solchen Stellen. Guck mal. Oh, das ist toll. Oh, Wahnsinn. Crafting Grid, Crafter Manager. Also ich habe extra zwei Crafting Grids gemacht, damit jeder eins hat, ne? Oh, eins links, eins rechts. Ja. Oh, perfekt. Welches möchtest du haben? Und das ist egal. Aber kann ich jetzt nicht so machen, ne? Jetzt sagst du bestimmt, das ist zu hoch, das sieht nicht aus. Ja, weiß nicht. Ich finde es halt wirklich zu hoch. Aber theoretisch passt's. Wir müssen uns nur irgendwas überlegen, was wir dort oben drüber machen. Oder wir lassen es oben doch offen. Aber eigentlich kannst du es so lassen. Echt? Ja. Okay. Und den Also ich sag mal, Crafting-Monitor. Warte, der Monitor packe ich in die Mitte. Monitor. Alles aus. Zack. Alles an. Cube. Ja, das ist doch Oh chillig. mein Gott, sieht das cool aus. Oh, Hammer. Oder? Ja, der Also wie sich dieser Nutritional Cube da Supply. dreht? Hast du deine Cantina wieder voll gemacht? Ja. Ah, cool. Und Canteen. Wie ausgetauscht, heißt deine ne? Canteen? Kantine. Ah, echt? Okay. Ah, schade. Ich dachte, hieß anders. Passt schon. Hast gedacht, ich habe deine genommen? Ja. Ah, so nicht, mein Junge. So Machen wir nicht. jetzt immer so Pöppel dran? Ja, ich glaube eigentlich schon, ne? Ja, aber dann Oh, da können haben wir wir hier ein das Ding hier Problem, nicht ne? machen, ne? Kann man das irgendwie anders lösen? Ich habe schon die ganze Zeit überlegt. Mit dem Exporter. Vielleicht von oben? So ein Aber dann Kabel sieht von man die oben sieht von jetzt nicht so oben. krass aus, glaube ich, oder? Nicht krass gut, oder wie? Nicht krass schlimm. Wir könnten ja. Ja, doch, ja, eigentlich schon. Was das schlimm Oder? aussieht? Ja, vielleicht auch nicht. Ich habe eine Idee. Vielleicht auch doch. Nein. Ultimate Universal Cable. So, so. Ich meine, daran fehlt halt Endio, ne? Ja. Dass man halt alle Kabel ineinander stecken kann. Aber vielleicht kommt da noch was anderes. So, wir brauchen noch einen End Gate Pinöppel. Der kommt hier hin. Endgate Pinnable. Dann können wir einfach hier machen, ne? Oh, ist das toll. Jetzt haben die schon alle Strom, ne? Haben wir. Ach so, hast Wie jetzt hier machen wir das? einmal. Heiko kann nicht nur auf einer Seite Maschinen bauen mit Kabeln dran. Die müssen überall dran dann. Ja, wieder du hast die Symmetrie selbst gestartet gerade. Ach.
Wenn du gesagt hast, da müssen Kabel oben drauf, dann müssen da das Kabel oben drauf. Aber überall dann, ne? Ja, selbst bei denen, wo noch gar keine Maschinen da sind. Symmetrie activated. Oh, warte, ich darf unseren Dings nicht. Sobald man drei Sachen craftet, brauchen wir davon ein Rezept. Das ist die Regel in diesem Projekt. Boah, das hat sich gereimt. Echt? Ja. Nice. Guck. Mann, Mann, Mann. So, jetzt haben wir das hier noch. Und schon haben wir fertig. Jetzt können wir auch Treppen bestellen. Der Wahnsinn. Crafting-Monitor? Warum ist denn dein Crafting Grid? Alarm! Hä? Wo ist denn der andere? Ach, Crafter Manager. Alarm. Was machen wir hier für Maschinen auf die Seite? Hast du eine Idee? Industrial Foregoing? Eigentlich ja, ne? Ja, da kommen bestimmt noch einige, die wir brauchen. Aber warum kann ich nicht nach Add Industrial suchen, NJ? Geht nicht? Nee. Doch. Nee. Bei mir geht's. Hä? Mach mal Add Indu. Oder Add Indu. Ja, wird mir nichts angezeigt. Add Indu. In J wird's angezeigt, aber nicht im System. Ach so, im System. Ach so, okay. Ja. Ich dachte jetzt im J. J. Was gibt's denn noch für Maschinen von Indu? Indu da. Land Guarder. Ich glaube nicht, dass wir den benötigen. Das ist nur Basic gerade, ne? Warte mal. Walkie-talkie! Ah, shit. Here we go again. Da sind wir wieder, genau. Obwohl, dieses Geräusch erinnert mich auch an was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. An was? Dieses. Und Mr. Morgan bei TTT? Nee, das ist. Das ist eher dein Vater mit der Sahne. Sag das aber nicht der Mama. Oh Mann. Hä? Oha! Ich probier nur aus. Nee, das sieht gut aus, glaube ich. Okay. Also die Treppen sehen nicht gut aus. Hä? Was ist jetzt wieder los? Jetzt hat sich der Spieß umgedreht. Jetzt weißt du mal, wie ich mich immer fühle. So dann? Ach, andersrum. Andersrum. Aha. Hast du dir auch über die Blätter gebaut? Nee, noch nicht. Aber mach ruhig, mach. Oh, guck mal, wie cool das ist. Man kann hier drin rumlaufen. Ich mag das voll, 1,16. Nee, ich wusste genau, was du machen wolltest. Guck mal, dann können wir das mit der Decke vor. Ne, können wir nicht. Doch, guck mal, wohl. Na klar. Lol. Warte. Ah, nee. Ja, aber eigentlich sieht das doch cool aus. Der warte, 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 warte. Jetzt warte ich. Jetzt bin ich nämlich fertig. Was denn? Nein, ich wollte nur. Ja, guck. Du hättest da nämlich jetzt weißen Concrete reingemacht. Oh. Oh, das sieht aber echt schön aus, ne? Boah, das ist echt, das ist, also ich muss sagen, dieser Raum ist einer der schönsten, die wir bis jetzt gebaut haben. Für ein modern Ding. Oder? Du meinst insgesamt oder in diesem Haus? Nee, insgesamt. Stell dich mal hier hin. Was? Guck dir mal so. Nein. Nee, ist auf jeden Fall schon gut, ja. Auch mit den Lampen oben. Guck mal, wie das da reinscheint. Und dann dieser Mond und dieses Baumhaus. Boah, ich stell dir vor, jetzt noch Shader hier drin an, Peter. Ui, 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 ui. Ui, ui. Alles verschadet. Ah, wir haben nur ein kleines Problem, Peter. Das wären noch Maschinen auf der einen Seite. Die, ne, was die denn? Ganzen Kabel sind nicht angeschlossen. Oh, welche Kabel? Ja, die Importer und so. Oh, da machen wir in der Mitte so ein Transceiver hin. Ne, ein Relais einfach. Relais unten hin verbinden. Okay. Warte, wir haben kein Relais. Ich stelle Relais ein. Relais. Pattern. Okay, Heiko, erklär mir mal, wofür ein Relais da ist. Mit dem kann man die Verbindung per Redstone-Signal an- und wieder ausschalten. Hört sich cool an und in echt? Ach so, mach mit einem elektromagnetischen Ding die Schaltung an und aus. Ja, so kann man sagen. Aber du kannst mit einem geringen Steuerstromkreis den Hauptstromkreis schalten. Schalten, ja. Hammer. So gesehen. Passt schon, oder? So einmal grob. Guck mal. Verbinde die bitte.
Ach ja. Stimmt, die Relais habe ich früher auch verwendet, um ganze Blöcke zu verbinden. Und jetzt musst du mit dem unteren Kabel noch verbinden. Kannst du den hier wegmachen? Wen? Den Pübbel? Ach so, der Pübbel stört, ne? Der Pübbel muss woanders hin, oder? Der muss woanders hin. Pübbel. Aber ich weiß noch nicht genau, wo. Ich weiß, wo der hinkommt. Und hier fehlt noch ein Relais. Boah, da haben wir ja richtig viel Platz hier drin, warte. Hier, mach den da hin. Hier unten dran? Der ist falsch. Nee, der war richtig, sorry. Hier. Unters Relais. Ja, oh mein Gott. Perfekt. Oh mein Gott. Ist das denn verbunden? Das so ein Ballast. Boah. Aber hier unten ist zu viel. Raus. Das kann weg. Ohoho. Ja, dann machen wir das hier auch weg. Dann haben wir unten sogar, weißt du, dann könnten wir hier unten sogar laufen. Dann bauen wir Kabel hier. Oh. Das ist wie so eine KI, die immer weniger hat oder immer mehr wegmacht. So. Ja, ja. Warte, jetzt machen wir den Receiver hier drüben noch weg. Oh nein. Jetzt in einem Block hoch. Jetzt musst du ihn neu verbinden. Ja, Alter. Ich merke schon, ja. Weil er eine andere Position hat. Ja. Der checkt da nicht. Wo ist er? Da, ein Block. Nur genau da, wo er war, nur ein Block drüber. Ach da, cool. Passt das jetzt so? Bestimmt. Guck mal, gut. Ob der leuchtet. Und er leuchtet. Hammer. Boah, ist das ein schickes Ding, was wir hier gebaut haben, Peter. Ja, finde ich auch. Hier müssen noch ja, oder wir machen einfach Casings rein, so Lückenfüller. Ja, eben. Also es kommen einfach irgendwelche Lückenfüller ist da rein, ne? Ja. Hier so ein Plank Garderer. Aber was ist denn hier drin jetzt? Da kann man ja reingucken hier. Das ist nicht so cool, warte. Wo kann man reingucken? Hier an der Seite. Echt? Guck mal, wenn du hier so sneakst, kannst du hier bis hinten zur Blume gucken. Das hört sich wieder sehr schlimm an gerade. Wo denn? Ja, da. Come on. Du kannst echt bis zur Blume gucken. Warum kannst du bis zur Blume gucken? Wie, bis zur Blume? Ja, du siehst hinten den Stamm von der Blume. Welche Blume? Ah nee, jetzt sah anders aus. Okay. Ich glaube, weil da gerade noch keine Maschine drin war. Hier von deinem Strauch, meine ich. Ach so. Warte. Aber das ist doch nicht schlimm. Nein, aber gibt's den nicht ohne die Fans-Sachen? Wieso ohne die Fans-Sachen? Dass das. Oder soll das rechts und links an die Maschine noch angeschraubt sein mit einem 6er-Dübel? Also muss nicht. Aber kann. Aber gibt's, ne? Halt nicht ohne. Okay. Also es gibt's ohne, aber. Warte, da können ja mal die Zuschauer abstimmen, ob wir das machen dürfen. Warte. Ah, lol. Ist das der Cheater-Stick? Wo ist das hier? Süden. Süden und Osten brauchen wir, Peter. Osten und Süden. So. Ah, lol. Okay, also ist das besser oder das? Ja, das müssen wir also entscheiden, ne? Ist ist jetzt kein spielerischer Cheat, sondern ist einfach nur so ein Style-Cheat, den man hat. Findest du das hier oben besser oder schlechter? Guck mal hier oben. Was denn? Was hast du geändert? Den Ach so. Ich glaube besser. Also glaube. Halt kompakter und zusammengeschlossener. Nicht so offen, ne? Ich mach mal so. Also jetzt wirkt das, als wäre das so ein Container, den man einfach hochheben kann und woanders hin platzieren. Ja, so richtig modular, ne? Ja. Ah, vielleicht machen wir mal Module. Ist das schon ein Teaser? Ist das schon ein Teaser? Für Minecraft Modular? Ach, das ist jetzt aber Quatsch. So. Und nein, jetzt bringt so ein anderer das Projekt raus. Ich hab's erst gesagt, Dips. Also nicht von dir, sondern von anderen Leuten, die uns so zu gucken. Dips aber generell. So, die Maxi kommt wieder weg, Peter. Vernichte ihn. Ich muss sagen, das sieht echt schön aus. Du hast recht, das sieht unglaublich schön aus. Und schreibt ganz gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ansonsten, ihr seht schon, welche Richtung das Haus geht. Lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.